Ja, mein Name ist Gerlinde Hoffmann. Ich bin Mitglied im Präsidium des Deutschen Naturschutzrings und hier auf dem Deutschen Katholikentag Vorsitzende des Umweltbeirates. Der Deutsche Naturschutzring ist eine Dachorganisation, die ja ganz viele unterschiedliche Organisationen zusammenfasst. Dazu gehören Natur- und Umweltschutzorganisationen wie der Naturschutzbund, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der WWF. Es gehören aber auch dazu Tierschutzorganisationen, Organisationen des ökologischen Landbaus oder auch Natursportorganisationen. Also ein breites gesellschaftliches Bündnis, was sich für Natur- und Umweltschutz einsetzt. Ja, hier vom Katholikentag erwarten wir uns, dass diese Veranstaltung so umweltverträglich wie möglich gestaltet wird. Es ist ja eine Großveranstaltung und natürlich hat eine solche Großveranstaltung auch ein beachtlichen Einfluss auf Natur und Umwelt. Da geht es um Anreise, es geht um die Verpflegung der Teilnehmenden und der Helfer und der Funktionäre. Und all dieses versucht man so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Also zum Beispiel Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hier in Münster, der Fahrradstadt, auch umherfahren mit dem Rad oder mit dem Shuttle. Und bezüglich der Verpflegung ebenfalls so ja, saisonal fair gehandelt aus der Region, sodass möglichst wenig Transportkosten und Ähnliches auftreten. Ja, der Wunsch an die katholische Kirche wäre letztlich relativ einfach, kann ich es mir da machen, Laudato Si umzusetzen, also das Lehrschreiben des Papstes, der ja alles zusammengefasst hat aus Sorge um unsere Mutter Erde. Wie wir alle uns umweltverträglicher verhalten sollen und das natürlich auch einen beachtlichen Einfluss hat auf Klimagerechtigkeit, auf soziale Aspekte bei uns, aber eben auch im Rest der Welt. Und da steht eigentlich alles drin, das Lesen dieses Werkes können wir nur empfehlen und wir hoffen, dass sich alle Organisationen, alle christlichen und kirchlichen und katholischen Würdenträger diesen Thesen anschließen.